Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge Transport Viva 2. Hier auf unserer Chiemsee-Karte. Schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid. Ja, Großraum Traunstein hier mit unseren beiden Bahnhöfen. Beide Bahnhöfe, ja, gut gefüllt. Der Hauptbahnhof nicht mehr so sehr, seitdem wir die Schnellfahrstrecke hier rüber verlagert haben. Was ich aber extrem cool finde, ist, dass dieser Flughafentransfer, die Flughafentransferlinie, echt gut angenommen wird. Unser Zug müsste gerade im Bahnhof sein, ne? Richtig? Richtig, da steht er. Bringt 21 Leute und ja, wird hier einmal voll gemacht. Und die restlichen Linien, ja, die meisten Leute nutzen tatsächlich die Expresslinie. Und genau da wollen wir heute aber anknüpfen, nämlich die Strecke hier weiterbauen. Da wollten wir einmal bis nach hier hinten, nach Tuttenhausen. Und dann mal schauen, wo wir noch anhalten. Hier ist ein bisschen, ja, kritisch. Da müssten wir eventuell, na, das wird nicht passen, hier den Berg abtragen. Aber ja, das wird nicht passen. Hier unten haben wir noch die Linie. Hier ist der Platz einfach zu kurz, um hier einen schönen großen Bahnhof hinzubauen. Eventuell ja hier nach Kienberg, dass wir hier einmal rüberfahren von Traunstein aus. Wir könnten natürlich auch hier in Traunstein, aber das wird auch nicht gehen. Nee. Das ist hier zu nah am Bahnhof dran. Hier war auch ganz schön Stau, ne? Einiges los. Aber das ist, ihr gebt mir immer viele Tipps. Da bin ich auch immer sehr dankbar drüber. Aber ich glaube, einfach ab einer gewissen Größe kann man das einfach gar nicht mehr alles handeln. Wenn man 5 Baustellen geschlossen hat, kommen 10 neue. Hier ja auch das Gleiche. Der gute Wächter im All hat auch geschrieben, ich sollte doch hier das neu bauen. Ja, die Idee ist natürlich zu 100% richtig, dass hier abreißen, neu bauen, die Terminals verlängern. Aber ja, leichter gesagt als getan. Ne? Also es war ja in der letzten Folge echt Chaos, was ich hier veranstaltet habe. Aber gebe ich auch offen zu, da war ich etwas überfordert mit der Situation. Klar, wenn ich hier natürlich die Straßen wegnehme und hier sind noch Autos, die können ja nur hier reinfahren, damit sie da wieder wegkommen. Die lösen sich ja nicht in Luft auf. Deswegen ist da, hier fährt schon wieder einer durch. Deswegen ist da dieses Chaos entstanden. Aber nun gut, jetzt läuft alles einigermaßen wieder. Und tatsächlich machen die Linien hier auch noch alle gut plus, ne? Das ist das Lustige daran. Ist ja jetzt nicht so, dass die Linie Minus machen. Läuft alles noch. Ja, alles noch prima im Plus. Von daher alles gut. Hier müssten wir dann auch mal. Ja, generell hier. Hier haben wir gar kein ÖPNV. Da müssten wir auch noch mal ran. Aber heute geht es darum, erstmal die Schnellfahrstrecke anzufangen, zu bauen, damit auch endlich der ICE fahren kann. Ja. Da würde ich dann tatsächlich hier oben die Querverbindung hier auch weg. Das hier kann definitiv auch weg. So, das machen wir mal weg. Ja, der ICE1 dann auch fahren kann. Oder der ICE2. Da schauen wir nochmal, welchen wir dann hier fahren lassen. So, das machen wir ein bisschen. Na, wartet mal. Rot, das ist eigentlich immer cool. Eingang. Dann nehmen wir gleich ein großes Gebäude, das werde ich dann aber noch ändern. Abändern. Einmal hier hin. Konfigurieren. Passagiergebäude. Und finde ich die ja eigentlich immer cool für Schnellfahrstrecken. Einmal wieder weg. Mit
mittleres Gebäude. So. Ich finde einfach, die passen super. Da gibt es keine andere Möglichkeit, ne? Das muss man einfach dann wieder abreißen und komplett neu bauen, weil wir können ja, wenn wir den Bahnhof bauen, dieses Gebäude leider vorher nicht auswählen. Das ist immer ein bisschen schade. Da müssen wir so ein bisschen näher ran, so nah wie möglich. So. Und dann gucken, ob es jetzt passt. Hopefully. Ja, jetzt passt's. Das ist super. Dann kann das hier weg. Einmal zack. Ja, macht dann erstmal nur oder. Na, lassen wir erstmal nur einseitig. Und dann verlängern wir uns das aber gleich mal. Um zwei Nuancen. Das ist der richtige Bahnsteig, ne? Genau. Gleise. Hochgeschwindigkeit. Ist das mit LZB? Nee, ist ohne. Die hier, ne? Das ist die? Nee. Welche sind denn das? Die hier. Genau. Das sind diese. Na, wo haben wir sie? Hier. So, perfekt. Dann haben wir den hier, dann verbinden wir das Stückchen gleich mal. Schauen mal, was wir hier haben. Na, hier haben wir schon 300 km/h. Die nehmen wir dann auch. Können ja auch die feste Fahrbahn nehmen. Aber ich nehme dann doch eher lieber die NEP-Gleise. Die gefallen mir einfach besser. Okay, da müssen wir ein Stückchen hoch. Na, das müssen nicht immer die 300 sein. Das ist mir eigentlich jetzt nicht so wichtig, weil im deutschen Schienennetz werden ja auch nicht durchgehend 300 oder können nicht durchgehend 300 gefahren werden. Das ist utopisch. Und dann können wir nämlich hier oben fährt eh kein Mensch lang. Das nehmen wir einmal komplett weg. Und dann müssen wir, ja, hier den Hub auch weg. Ich möchte hier keine Bahnübergänge und alles, was stört, muss den Neubaustrecken weichen. Das kennt man ja, ne? In der Realität, ja gut, nicht alles, aber vieles muss den Neubaustrecken weichen. Alles nun auch nicht. Da wird nicht alles platt gemacht, was es so gibt. Aber vieles. Leider, leider. Machen wir hier mal komplett Tabula rasa. Das hier auch. Außerhalb vom Ort. Das Schlösschen lasse ich stehen. Hier machen wir mal schnell drüber. Mit groß. So. Und dann können wir loslegen. Aus. Da hinten müssen wir hin.
Bis hier. Holen wir uns das zweite Gleis mit. Ziehen das auch hier durch. Jetzt kam auch die Frage, ob ich zur 100. Folge einen Stream mache. Ja, das kann ich euch jetzt so noch gar nicht beantworten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das schauen wir mal. So, hier einmal gerade rüber. Dann nehmen wir wieder ganz standardmäßig die Brücke. Ruckel und Zuckel, wenn man Brücken baut, das kennt man ja mittlerweile. Das ist perfekt. Da kommen wir nämlich hier einmal drüber. Kommen dann hier gleich in den Tunnel. Und den Tunnel, den können wir bauen. Bis. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Den Tunnel können wir nämlich bauen. Ja, bis hier circa. Das ist perfekt. Einmal rüber, ab in den Tunnel. Tunneleingang, aber hier Schnellfahrstreckentunnel. Das ist wirklich perfekt. Hätte gar nicht besser laufen können. Einmal hier rein. Und dann wollte ich hier wieder raus. Hier. Und auch hier passt es perfekt mit der Brücke. Das einzig Blöde ist, obwohl das geht noch. Auch wieder die. Jetzt nur mal schauen. Das ist ein durchgehender Tunnel, ne? Nicht, dass wir hier irgendwo kurz rauskommen. Ne, der geht durch bis hier vorne. Das ist wirklich, ja, perfekt. Und viele von euch sehen sich ja schon nach dem ICE und den können wir dann, wie gesagt, endlich losschicken. Das ist natürlich alles andere als schön. Das muss so aussehen. Raus. Und dann können wir das auch direkt hier anschließen, ohne große Probleme. Schöne lange Viadukte. Absolut genial. Gut. Und hier hinten ist es ja, na, ich will es nicht zu früh sagen, einfach. Aber hier können wir ja einfach geradeaus durchheizen. Einfach schön geradeaus durch. Und dann, ja, wir könnten natürlich auch hier in Rott am Inn anhalten, ne? Ich meine, hier müssen wir gar nicht viel wegnehmen. Dann machen wir das doch so, dass wir hier in Rott am Inn unsere Schnellfahrstrecke haben. Da können wir nämlich hier, zack, also den Schnellfahrstreckenhalt, da können wir nämlich auf der einen Seite hier die rausbauen, die Gleise. Okay, dann nehmen wir das Stückchen Straße hier weg. Möchte ich das? Frage, ob ich das so möchte, ne? Aber es geht eigentlich. Ja, das kann man schon so bauen.
Das Gute ist, weil wir hier gerade sind, können wir hier Plattformen nämlich verlängern. Dass unser Zug hier auch reinpasst. Dafür müssen wir natürlich das rausnehmen, damit wir hier ein Bahnsteiggleis haben. Waren noch Holzschwellen hier. Das sind noch Holzschwellen. Okay, machen wir hier mal schnell eine Modernisierung. Das hat sich echt verbessert, ne? Das war viel, viel schlimmer früher. Gerade auf so großen Karten, die schon echt voll gebaut waren, dass man hier im modularen Bahnhofsbau echt Probleme hatte. Aber das ist mittlerweile echt besser geworden. Jetzt muss man nur gucken. Nicht, dass wir uns verklicken. Das ist alles weg hier. Also die Bahnsteige hier drüben, die mache ich moderner. So. Auch die Gleise. Alles moderner. Plattform. Die hier. Leiser. Nicht, dass ich wieder welche nehme ohne Oberleitung. Da bin ich auch prädestiniert für. So. Verschiedenes. Da braucht man noch hier drüben wieder die Treppen. So. Dann benötigen wir natürlich wieder hier diese Übergänge, aber nicht die von 1955, die eher nicht, sondern modernere. Ah, die sind auch cool hier. Die mag ich ja sehr. Die hier. Okay. Mit Fahrstuhl. Hier auch noch mal hin. Das sieht schon besser aus. Genau, hier drüben ist der ältere Teil. Und auf der Seite dann der modernere Teil des Bahnhofs. Übergänge haben wir. Angeschlossen ist auch noch alles. Super. Gut. Die fahren noch, ne? Da ist alles noch super. Dann bauen wir die Strecke mal weiter. Muss ja hier rüber. Da würde ich jetzt erstmal hier diese ganzen Querverbindungen zum Kartenende entfernen, weil da geht ja unsere Strecke lang. Ja, der hier auch. Alles, was hier zum Kartenende führt. Okay, hier können wir vorbeifahren. So. Und der Rest.
Gut, hier fahren eh keine Autos lang. Will ja keiner aus der Karte rausfahren. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn die Straßen weg sind, außer dass wir ein bisschen Geld sparen. Weil die Karten auf der, die Straßen auf der Map sind ja von Beginn an alle deklariert als Spielereigentum und kosten dementsprechend natürlich Geld. Aber nicht mit einer Schiene, sondern so. Gut. Dann würde ich das jetzt so bauen, dass wir am besten hier irgendwo rauskommen. Na, das ist zu früh. Dann einmal noch ein Stück gerade. Das ist zu langsam. Falscher Tunnel. Das ist der falsche Tunnel. Dann nach oben. Und dann kommen wir auch richtig raus hier. Geschwindigkeit, ja. Das passt soweit noch. Ist nur wieder der falsche Tunnel. Den möchte ich gerne. Ja, dann können wir Gas geben hier. Aber hier noch große. Ja, so ein bisschen hier haben wir noch Unterschiede, was die Höhe angeht, aber sonst eigentlich recht okay. Das sollte jetzt nicht das große Problem werden. Und ja, auch das haben einige immer mal wieder angemerkt. Es gibt ja diese Mod, dass man automatisch Gleise parallel bauen kann, aber das ist jetzt hier. Oder ich, ja, ihr kennt das ja, wenn man sich an Sachen gewöhnt hat, dann behält man die quasi bei. Ne? Das ist, könnte das machen, muss das aber nicht machen. Würde natürlich ein bisschen Zeit sparen, aber hier müssen wir hin. Das heißt, wir müssen den Klabutsch hier auch noch wegkriegen. Nochmal kurz dazu, ihr habt natürlich recht, es geht schneller und ist auch im Quality of Life Mod. Aber man kann es natürlich auch ohne machen, ohne dass man jetzt hier trotzdem elendig lange bauen würde. Die Kurve und dann ist die Strecke doch fast fertig. Unproblematischer als mal wieder gedacht. Dachte eigentlich, dass das echt eine Frickelarbeit wird, aber dem war nicht so. Außer dass wir die Endstation jetzt quasi geändert haben. Wir könnten natürlich auch einmal im Kreis fahren. Das ginge auch. Wir könnten jetzt natürlich auch nach Rosenheim das Ganze wieder zurückführen. Das wäre auch kein Problem. Quasi eine Rundlinie machen. Das überlege ich mir noch. Oder könnt ihr auch mal schreiben, was ihr so meint. So. Jetzt müssen wir hier unseren Bahnhof oder dürfen unseren Bahnhof hier noch gestalten. Hier machen wir erstmal so ein paar Wartezonen hin. Ich liebe diese Häuschen hier, ne? Diese roten. Das kann ich, sind das Ticketentwerter oder sind das? Da ist ein Ticketautomat und hier ist wahrscheinlich ein Ticketentwerter. Ich finde, das sieht absolut genial aus. Schön. Dann noch ein paar Unterführungen mit Fahrstuhl nehmen wir hier. Ah, das bauen wir aber andersrum. Mit M und N könnt ihr das Ganze ja drehen.
Dann noch ein paar Bänkchen. Hier ein paar Bänkchen hin. Hier ein paar Bänkchen hin. Hier noch ein Wartebereich mit Unterstand. Hier auch noch. Und dann noch ein paar Bänke hier hin. So. Wunderbar. Wunderbar. Hier haben wir immer noch die Faltblattanzeiger, ne? Ja, Eilzug, das passt hier. Schön. Schön, schön. Hier noch eine Weiche natürlich. Ach, hier fehlt noch was. Hier muss ich natürlich ans Kopfende. Muss ich mal gucken, dass wir hier am Kopfende wieder mit Zugang. Na, hier will ich natürlich. Ja. Nee, das natürlich nicht. Ich glaube, hier ist es am besten, wenn wir hier ganz normales Gebäude nehmen, ne? Irgendwie doof aus. Ein kleines. Ja, das passt, glaube ich, soweit. Dass wir hier ein Kopfgleis haben. Und hier unser Fernverkehrs Neubau, Bahnsteiggleis, wie auch immer. Hier machen wir einfach eine X-Weiche, wenn das Spiel es zulässt. Oh, das ist manchmal ein Graus, ne? Unglaublich. Das ist echt unglaublich, ne? Da will er so eine komische Kurve bauen hier. Manchmal lässt das einfach nicht zu. Ja, man klickt hier drauf. Und jetzt geht's nicht. Steigung zu groß? What? Okay. Ah ja, die Steigung ist zu groß. Das ist. Ich meine, wir brauchen hier keine X-Weiche. Wir fahren ja eh nur auf ein Gleis. Ich hoffe, dass das das Richtige ist hier drüben. Genau. Wir fahren ja auf das hier. Deswegen brauchen wir hier keine X-Weiche. Aber sei es drum. Manchmal ist das Spiel einfach, ja, wie man sagen soll, komisch. Schön. Und hier können wir, denn, soweit ich mich entsinne, mal schnell gucken. Kommt er. Na, Wahnsinn, was hier an Plus macht. Hier können wir, wenn wir mal gucken. Ich müsste eigentlich schon. Ja, den ICE2 gibt es auch schon. Dann müssen wir mal gucken, ob der hier in Doppeltraktion fahren kann. Oder, na, wir können ja mal kurz schauen, wie lang der ist. 210. Aber wird schwierig in Doppeltraktion. Der ICE1, 366. Das dürfte, denke ich, gehen. Den Bahnhof haben wir ja lang genug gebaut hier. 366, 320. Ah, nee, den haben wir gar nicht verlängert, ne? Ja, man guckt da ein Stück raus. Gibt es hier nicht auch ein verkürzt schon? Nee, das ist, glaube ich, eine spätere Sache, ne? Verkürzt gibt es den noch nicht. Leider nicht. Die verkürzte Variante habe ich noch nicht. Die modernisierte und verkürzte kam ja, glaube ich, erst Ende der 2010er Jahre, ne? Aber wir können den ICE2 alleine fahren lassen. Das geht natürlich. Das ist kein Problem. Oder wir verlängern hier einfach den Bahnsteig. Das geht natürlich auch. Hier nochmal verlängern. Der ist lang genug, ne? Genau, den hatten wir verlängert. Der ist lang genug. Und den hier hinten hatten wir auch verlängert. Der dürfte auch lang genug sein. Guck vielleicht so ein kleines Stückchen raus, aber wenn der Triebkopf rausguckt, ist ja nicht schlimm. Da will ja keiner ein- und aussteigen. Ja. Die wollten wir auch noch, ne?
Lebensmittelversorgung ins Rollen bringen. Die brauchen Werkzeuge und Maschinen. Sollten wir uns dann auch noch mal drum kümmern. Aber cool. Die Strecke liegt. In der nächsten Folge fahren dann die ersten ICEs. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Da werden wir die Strecke signalisieren, in Betrieb nehmen und die ersten Züge losschicken. Und da bin ich sehr gespannt. Ja, also die zweite Expresslinie am Start. Sehr, sehr cool. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben hier irgendwie ein Problem mit der RW17. Das ist schlecht. Und zwar hier hinten. Die 16. Na gut, die fahren aber noch, ne? Nee, die fahren gar nicht mehr. Was ist denn hier los? Nach der 16 kann ich nicht zur 17. Warum nicht? Wieso nicht? Fahr doch bitte einfach auf Terminal 2. Dann geht das auch wieder. Züge blockieren sich hier gegenseitig. Das ist schlecht. Ja, du musst in die andere Richtung, mein Freund. Was machst du denn? Ja, wahrscheinlich, weil ich hier gebastelt habe, hat sich da was verschoben. Gut, jetzt aber. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.